Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt sich dieses Grundgesetz gegeben. Das ist das Zitat aus der Präambel. Das Grundgesetz bildet den Identitätskern unseres Landes. Es steht in einem kleinen Büchlein, sehr bescheiden im Ausmaß, herausragend im Anspruch, und ich finde, wir können stolz darauf sein. Im ersten Satz der Präambel geht es um Verantwortung, aber schon im zweiten um Willen, vom Willen beseelt. Das mag altmodisch klingen. Ich finde, das macht die Verfassung lebendig, denn ohne Willen, also Handeln, ohne Seele, also Leidenschaft, sind wir nicht in der Lage, diese Verfassung zu leben. Vor allem sind wir eins nicht. Wir sind nicht über alles. Wir sind Teil eines vereinten Europas. Wir sind ein Staat in der Europäischen Union. Mit den Worten eines anderen und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Und wir hier, die wir die Verfassung als Grundlage und Kompass unseres Handelns sehen, wissen, wir sind ein Teil. Es geht um Dienen und nicht um Ansagen, um Zusammenhalt und eben gerade nicht um wir gegen die. Wir spielen uns nicht gegeneinander aus, sondern es geht um Zugehörigkeit in Verschiedenheit. Das ist unsere Verfassung. Denn was in unserer Verfassung steht, ist gerade nicht exklusiv. Es ist größer als jede und jeder von uns. Da steht Freiheit der Person, des Glaubens, der Meinung, der Kunst, die Freiheit, sich zu versammeln. Da steht der Schutz vor und körperliche Unversehrtheit. Es verlangt Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht, Nachteile abzuwehren und natürlich die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen. Natürlich. Ich sage das alles, weil der eine Satz, den hier alle erwähnt haben, fast alle, der die Verfassung stützt, von der sie ausgeht, nicht oft genug gesagt werden kann: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Des Menschen. Und ich zitiere das Bundesverfassungsgericht: Auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte sind damit nicht vereinbar. Sie sind mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Nicht damals, nicht heute, niemals. Die Menschenwürde hängt nicht vom Pass ab. Sie gilt für den Deutschen, für den Nachbarn, genauso wie für jede und jeden einzelnen Geflüchteten. Meine Damen und Herren, und doch, vielleicht wäre es aus heutiger Sicht gut gewesen, vor 30 Jahren noch einmal zu reden darüber, welche Verfassung wir gemeinsam wollen, so wie der Runde Tisch das vorgeschlagen hat. War die alte Bundesrepublik wirklich dieses perfekt eingerichtete Haus mit einer perfekten Hausordnung, wie viele übrigens auf beiden Seiten dachten? Ich kenne die Ambivalenz. Das Grundgesetz hatte sich ja bewährt, 40 Jahre lang nach Weimar und dem Nationalsozialismus. Und außerdem, anderes schien wichtiger. Zumindest aber lohnt es daran, heute zu erinnern, worum es damals unter anderem ging. Das Recht auf Arbeit oder Arbeitsförderung, nämlich. Das Recht auf angemessenen Wohnraum. Den Vorrang von Genossenschaften vor Großgrundbesitz. Das war übrigens die Überwindung des Sozialismus, Herr Lindner, den der Runde Tisch da wollte. Die Pflicht des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Wäre eine gemeinsame Verfassung ein komplett neuer Text gewesen? Nein. Wäre das Grundgesetz auf breitere Basis gestellt worden? Auf jeden Fall. Und trotzdem sage ich heute, als, und das ist leider nötig in diesen Tagen, überzeugte Verfassungsschützerin: Die Verfassung ist der Herzschlag unserer Demokratie. Diese Verfassung ist der Herzschlag unserer Demokratie. Denn wie viele sehnen sich danach auf dieser Welt, dass Rechte und Freiheiten garantiert sind? Wie viele sorgen sich darum, dass sie ihnen genommen werden? In Demokratien, in unserer Nachbarschaft, in Europa. Wir müssen nur nach Polen oder nach Ungarn schauen. Vor 5 Jahren hat Navid Kermani, ja, über die Würde des Menschen geredet. Er hat auch gesagt,
Das Grundgesetz hat Wirklichkeit geschaffen durch die Kraft des Wortes. Stimmt. Unsere Verfassung hat vieles vorgezeichnet und erleichtert, was dadurch gesellschaftliche Realität werden konnte. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, von hier Geborenen und später Zugezogenen, die wachsende Mündigkeit von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die ihre Rechte gegenüber dem Staat sicher einklagen dürfen, die Wehrhaftigkeit des Staates, die nie maßlos werden kann. Und Herr Lindner, es geht dabei um den Ausgleich zwischen Individuum und Gemeinsinn und nicht darum, dass das eine wichtiger ist als das andere und dass das Gemeinsame wichtiger wäre. Das alles ermöglicht dieser Text. Man könnte auch sagen, für eine 70-Jährige ist diese Verfassung ganz schön jung geblieben. Und wie das bei Junggebliebenen so ist, sie verändern sich natürlich. Verfassungen dürfen nicht starr sein, sie sind lebendig wie unsere Demokratie. Deswegen hat sie sich immer wieder verändert, deswegen haben wir sie auch in diesem Haus gerade erst wieder verändert mit dem modernen Bildungsföderalismus. Und ich bin dabei Andrea Nahles. Gerade in diesen Zeiten, wo es darum geht, welche Erde übergeben wir eigentlich der nächsten Generation, na klar, die Kinderrechte gehören in unser Grundgesetz, meine Damen und Herren. Eine Verfassung kennt keinen Endpunkt, die ist kein Bauplan für ein idealtypisches Deutschland, weil auch dieses Land nie fertig wird. Der Wandel unseres Landes bildet sich in ihr ab und die Verantwortung gegenüber denen, die nach uns kommen. Und eben deswegen gehört der Klimaschutz ins Grundgesetz und nicht nur in die Sonntagsreden und nicht nur in leere Versprechen, die wir jede Woche einmal hören. Regeln dieser Verfassung können Macht verleihen oder Macht nehmen. Änderungen müssen erarbeitet sein. Es geht nicht darum, dass alle sich einig wären, aber darum, dass es Kompromisse gibt mit wenigstens 2/3 Mehrheiten. Und darum ist es so fatal, wenn Verfassungsänderungen auf Kosten von Minderheiten passieren, wie in den 90er Jahren mit dem Asylrecht. Ich finde, auch darüber müssen wir reden, bei allem Stolz, bei aller Freude auf 70 Jahre. Darüber müssen wir reden, dass diese Verfassungsänderung uns in der Seele liegt, und zwar in der dunklen Seite, meine Damen und Herren. Unsere Verfassung ist nicht nur eine Hausordnung, sie ist auch gemeinsame Verabredung für die Zukunft. Verantwortung zu übernehmen, vom Willen beseelt, als Gleiche in Europa, im geeinten Europa. Und dann vielleicht noch einmal mit Bert Brecht. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Und das würde ich dann sagen, ist des Glückes Unterpfand. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Dobrindt, CDU/CSU.